Hallo meine lieben Simulationsfreunde da draußen und herzlich willkommen zurück bei Rescue HQ The Tycoon. Umso mehr ich es sage, desto besser kann ich es. So, wir warten immer noch darauf, dass wir endlich die 500 Punkte hier bekommen, damit wir auch final dann endlich diese Riot-Ausrüstung bekommen. Was ist denn jetzt hier Schönes? Ich könnte theoretisch jetzt hier den Mannschaftswagen der Polizei uns holen. Für 1800 Schlapp bekommen wir den Polizeiwagen der Spezialeinheit. Oder auch den LKW für Krawalle. Der ist auch noch ein bisschen in weiter Zukunft. Eventuell, wie gesagt, sollten wir als allererstes mal so auf die grundlegende Riot-Ausrüstung setzen. Und das ist dann hier drin. Für Schlatte. Oh Gott, 600. Ich dachte, es wären 500. Nein, es ist nur das. Die Ausrüstung für Massenkontrolle. Nein, nein, nein. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? No, 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 no. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Was habe ich denn da reingesetzt? Ich weiß es nicht. Was bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dann. Was habe ich denn da jetzt hingebaut? Ich weiß es nicht. Ich sollte mal ganz, ganz dringend. Ich habe einen Versorgungsraum, glaube ich, da hingebaut. Ne? Wir machen mal nochmal einen Büroraum daraus. Hallo? Büro. Ah, oh, jetzt. Ich hatte mich völlig verklickt. Fängt ja super an. Okay, wir haben hier wieder einen Feuerwehreinsatz. Was ist dieses Mal? Brand im Industriegebiet. Da nehmen wir natürlich jetzt hier unser LF4000. Oh, da können bis zu 8 Leute rein. Total overpowered. Oder muss ich da jetzt so viele Leute mitnehmen? Ich habe das Gefühl, dass das LF dafür überqualifiziert ist. Ne, ich brauche tatsächlich jetzt mehrere Fahrzeuge, so wie es aussieht. Und ich brauche auch Feuerlöscher für die Aktion. Also das TLF ist auf jeden Fall genau das Richtige, wie ich gerade eben sehe. Und ich kann jetzt hier theoretisch halt auch die Leute hier entsenden. Was ist denn das hier? Spezialist für industrielle Brände, Industriegebiet. Das ist perfekt. Wir haben jetzt auch die 103% am Start. Feuerlöscher sind in dem Fahrzeug automatisch mit dabei. Das heißt, wir müssen keine extra mitnehmen. Ist doch genial. Entsenden. Also es war richtig, das TLF zu entsenden. Oder entsende ich jetzt hier versehentlich zwei Fahrzeuge? Ich glaube, ich entsende gerade eben versehentlich zwei Fahrzeuge. Könnte das sein? Oh yeah. Scheibenkleister. Ja dann, was haben wir denn hier noch schön? Ein illegaler Hanfladen mal wieder. Ja, da schicken wir so einen Streifenwagen hin. Die werden das Ganze hier schnell legalisieren. Oder was auch immer Polizisten damit machen. kann ich beschlagnahmen und abfackeln. In sicherer Distanz, damit man auch ja keine Nase erwischt. Der Fall mit des Mafia-Boss-Prozesses kommt immer näher. Und ja, ich warte immer noch darauf, dass sie diese Punkte haben. Es sind noch 200 Punkte, die fehlen. Es könnte so geil werden, wenn das funktioniert. Oh, das ging schnell. Aber für diese Truppe, die ich da jetzt losgeschickt habe, so wenig Punkte. 50? Hätte ich mehr erwartet. Bin menschlich enttäuscht, ob dieses geringen Ansehens, wir hätten so viel mehr verdient. Ich wechsle, cool. Was für Bewerber kann ich denn jetzt hier einstellen? Hier erstmal wieder für die Feuerwehr. Für die Polizei haben wir deutlich schneller Leute gekriegt. Was ich krass finde. Die Tür, dunk, 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 dunk. So, noch 150 Punkte. Ich verstehe teilweise nicht, warum wir immer so krumme Ansehenspunkte bekommen. Entweder wir bekommen irgendwo mal einen Abzug oder ist es wirklich. Warte mal, kann es sein, dass wir wirklich prozentual mehr Punkte bekommen? Ist es das, weil ich mit mehr Leuten da auftauche? Das wird sein. Ich kann, so wie es aussieht, mehr Ansehenspunkte generieren. Oh, was ist denn das? Anfänger. Na, alles Anfänger. Was Cooles! Aber nein, es ist nicht. Was ist denn das hier? Tauchpumpen brauche ich jetzt gerade eben nicht so. So, wir sind jetzt. Ja, also es müssen auf jeden Fall hier Bonuspunkte sein, die wir bekommen. Das beobachten wir beim nächsten Mal. Ob wir mal irgendwie dann mal exakt so. Ich versuche mal dann auf 10% zu kommen und ob wir dann 10% mehr Punkte machen oder sowas in der Art und Weise. Wenn wir einfach super ausgestattet dann dorthin gehen. Auto können wir auch schnell reparieren. Das Büro ist immer noch so eine Lachnummer eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ne? So ein riesiger Raum. Aber ich hatte eigentlich eher gedacht, dass. Oh, dass die Rettungswagen da noch schneller kommen.
Streifenwagen. Was ist das hier? Einfach nur ein Fall von Hausfriedensbruch. Ich jetzt noch jemand weiteres mitnehmen. Das ist einfach nur Überschuss, der aber nichts produziert. Also wir bekommen, wie ihr seht, auch keinen Bonus. Dann lassen wir das natürlich auch. Und was ist das hier? Scharmützel unter Sportfans. Was ist denn diese Nummer? Ich hasse es. Ja, ich kann es nicht machen. Hi. Hier. Ich kann sie halt nicht mal entsenden. Außer so. Also ohne Aufbauausrüstung. Ich kann es versuchen. Ich probiere es mal mit der 75% Chance. Die sich garantiert anfühlen wird wie eine 25% Chance. Weil jetzt wahrscheinlich mal was schief gehen wird. Wir alle kennen doch die hohen. Die Verhandlung beginnt gleich. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Ressourcen haben. Arbeite dran. Ich weiß nicht mal, welche Ressourcen ich dafür brauche. Der Richter bat um eine bewaffnete Eskorte. Stehen Sie bei einem Mannschaftswagen. Was, ein Mannschaftswagen? Und SWAT-Ausrüstung? Klar, auf jeden Fall haben wir sowas nicht. Woher soll ich denn einen Mannschaftswagen her jetzt bringen? Das ist total surreal. Jetzt haben wir immerhin schon mal die 534 Punkte. Und das ist wohl schief gegangen. Sei doch, dass die 75% schief gehen wird. Es sind ja schließlich auch nur 75%, ne? So, das ist auf jeden Fall hier der Mannschaftswagen der Polizei. Aber ich brauche natürlich erstmal die Anti-Aufbau-Ausrüstung. Wie gesagt, die ist grundlegender. Wisst ihr was? Dann verticken wir jetzt allerdings hier dieses Auto. Uns fehlen Schlappe 36 Punkte. Die kann ich gerade eben einfach nicht herzaubern. Könnte nicht ein kleiner Einsatz uns aus dieser Misere holen? Wenn wir diesen einen Job erledigt, wäre das auf jeden Fall gegangen. Hier, Feuerwehrmann für die Tagschleife. Ich habe für die Polizei schon einige jetzt hier auf Ohrkante. Die Polizei hat sich interessanterweise echt sehr viel schneller ein. Sag mal, ey, hier ist aber echt mal. Ich weiß, also normalerweise sagt man, mir gibt die Klinke in die Hand, aber hier geben sie sich quasi die Klobrille an den Po, also oder so ähnlich. Das ist eine sehr, sehr weirde Vorstellung. Also, Kollektiv kacken oder wie? KK. Oh Gott. Was die Leute mal so tun, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind, ne? Auf der Schüssel rumsitzen. Kaum jemand guckt fern, aber alle hocken sich auf dem Klo. Die müssen echt einen Darmdurchgang haben, ey. Ist das jetzt hier? Die haben halt... Okay, jetzt steigt die Zahl der Leute, die nichts zu tun haben. Oder auch nicht. Es wankt eher so. Vom Ohrenspiel. Gib mir mal ein paar Einsätze. Vor dem Mafia-Boss-Fall beginnt. Ich krieg das halt einfach nicht hin. Wie soll ich das machen? Ich krieg halt die Anti-Aufbau-Ausrüstung, aber ich krieg das andere halt nicht hin. Die Frage ist halt, ob es sofort bereitstehen muss oder ob es im Laufe des Tages bereitstehen muss. Im Laufe des Tages könnte ich mir vorstellen. Ich wechsle. Es ist morgens. Kann mal jemand bitte die Stadt anzünden oder so? Oh Mann. Ich bin so begeistert von meinem Beruf, dass ich möchte, dass die Stadt brennt. Damit ich sie wieder löschen kann. Ach, jetzt come on. Es passiert gerade im Original gar nichts. Endlich! Nein, das ist der falsche Fall, oder? Prozess gegen den Mafia-Boss. Was ist das? Ja, ich habe keine SWAT-Ausrüstung, Spiel. Woher soll ich diese SWAT-Ausrüstung nehmen? Ich habe nur 60 Sekunden. Ich habe auch keine Hilfe verfügbar. Wir werden so scheitern. Ach, come on, ey. Wieso ist... Sind wir dann eigentlich Game Over? Lasst es uns herausfinden.
Ich hab zu viel in Spiegel und so Scheiß investiert. Ich hätte die Punkte alle wirklich in diese Sachen gezielt reinpacken sollen. Oh, fuck. Viel Spaß, Jungs. Unbewaffnet gegen Mafiosis. Können meine Leute eigentlich auch sterben im Dienst? Stell mir gerade die Frage. Ey, komm, 60%, das ist immer noch mehr als die Hälfte. Spiel, sei fair. Sei einfach nur fair. Ich hoffe es, dass das Spiel fair ist. Es ist ein Spiel. Nee, es wird niemals fair sein. Garantiert nicht. Oh Gott. Beschleunigen wir das Ganze mal. Ich hätte das TLF nicht freischalten müssen. Wisst ihr, das hat man jetzt davon. Zu viel rumgespielt, rumgedödelt. Das sind aber auch gerade eben keine Fälle. Und wenn jetzt ein Polizeieinsatz kommt, könnte ich nicht mal was dagegen machen. Das Leben ist awesome. Come on. Sie haben sich die Unterstützung des Rathauses gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine enorme Finanzierung für unsere Bemühungen zur Verfügung gestellt. Nach Abzug meiner Beratungskosten kann ich noch fast die Hälfte davon an Sie weitergeben. Kann ich dem Typen nicht einfach mal so ein B-Strahlrohr in den Mund stecken und ab und loslegen? So Wassermarsch? Lassen Sie uns ein paar einfache medizinische Stationen bauen. Auf diese Weise werden die Patienten nicht in ein Krankenhaus weitergeleitet, sondern wir erhalten das Versicherungsgeld. Geil! Das ist eine Art Payback-Nummer, oder? Das Problem ist, wie kann ich jetzt, ohne Witz, wie kann ich jetzt hier einen Krankenwagen, also ich meine, Moment, das ist jetzt dann wieder Garage, ne? Garage? Eine Garage? Das ist von alleine freigeschaltet. Könnte ich jetzt hier machen? Ja, machen wir das halt mal so, ne? Dann brauche ich jetzt aber auch hier wieder im Büro die grundlegende Rekrutierung für solche Leute. Ja, Roffelmau, jetzt kommen sie auf einmal alle da wieder angeschissen. Das hier ist ein Fall von überfluteter Keller, okay. Drei. Sechs Leute. Er zählt als drei. Hier ist ein fahrender Feuerwehrmann. Auch keine Leiter. Was ist denn das? Auch Tauchpumpen. Mein Leben ist so im Arsch. 60% Chance. Okay, ich kann die Zahl oder die Chance auf 100% erhöhen durch mehr Feuerwehrleute. Da hat sich das Wassereimer-System dann doch mal wieder rentiert, oder? Was haben wir hier noch? Wir haben rücksichtsloser Hedonismus. Was? Warum? Ach du Scheiße, das wird niemals funktionieren. Das wird niemals funktionieren. Oh, Scheiße. Was werde ich jetzt hier noch machen? Was ist das hier? Leichte Verletzung. Ja gut, soll ich das vielleicht nicht mitnehmen. 92% Chance. Was fehlt? Ein weiterer Schuhplatz. Kann es sein, dass mir einfach die Leute gerade eben dafür fehlen? Ah, perfekt. Na dann. Jetzt sind sie alle unterwegs. Aus irgendeinem Grund ging das jetzt. Okay, ich muss jetzt eine medizinische Abteilung noch einrichten. Ich habe keine Ahnung, wie ich die unterbringen soll. Aber hey, wir werden es irgendwie hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall das nötige Ansehen jetzt schon mal erreicht. Los, Leute, ihr bekommt das vielleicht sogar hin. Unter Umständen. Machen wir mal kurz eine Pause. Wir können es hier eigentlich jetzt hier auch schon mal, wie heißt's? Den Behandlungsraum hier schon mal bauen. Frage ist einfach mal, machen wir hier den Behandlungsraum hin, oder? Ja, macht Sinn.
So, der bekommt natürlich wie immer eine Türe. Dann schalten wir hier mal die Diagnosestation frei. Die ist nicht nur sehr, sehr stationär, sondern auch diagnostisch, wie es aussieht. Und dann können wir auch noch hier das medizinische... Nein! Nein, das hat 200 Punkte gekostet. Ich bin so ein Honk. Ich hab das Falsche geklickt. Ich hasse mein Leben. Ich hab noch nicht die Honk hier auf Ausrüstung. Ja, ich bin selbst schuld. Oh Gott, mein Leben ist so im Arsch. Zumindest in diesem Spiel. So, wir brauchen aber jetzt hier natürlich einen lockeren Raum für diese Herrschaften und Damenschaften. Ja, und da kommen wir eigentlich nicht drum rum, hier eventuell das etwaige hier zu tun. Ne? 1, 2, 6. Kann ich da jetzt eigentlich noch eine Mauer ziehen? Hier so durch? Ja, das ist doch eine feine Angelegenheit. So gefällt mir das. Und dann sind wir gleich hier schon mal richtig am Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immerhin habe ich jetzt hier genügend Raum für sowas. Lichtwechsel. Wird sich auf engem Raum jetzt aber hier hardcore losgerödelt. Tauchpumpen, ey. Was ich alles brauche, ey. Was ist das hier? Medizinschrank. Könnte man mal so einbauen, ne? Wäre vielleicht gar nicht so doof, wenn man so was Medizinisches, Krankiges hätte. Ahne, dass es irgendwie da hinten noch mehr, keine Ahnung, liegenbaren irgendwie so braucht. Okay, das waren gerade eben 80 wertvolle Punkte. So, Bewerberinos haben wir jetzt hier fertig, was die Feuerwehr angeht. Immer mehr Polizeibewerber. Ich lasse die einfach schmoren, falls da irgendwie jemand mal von meinen Leuten drauf geht. Kann ja durchaus sein. Verbrennungseinheit, Behandlungsraum. Was? Verbrennungseinheit? Was ist jetzt schon wieder los? Brand im Industriegebiet. Kann ich dieses Mal nur das Elf schicken? Ich habe das Gefühl, dass wir insgesamt anfangen, deutlich mehr Leute zu brauchen. Das Gute ist, dass das Fahrzeug so viele Leute fasst. Das ist das Gute, dass es wirklich so viele Leute mitnehmen kann. Und jetzt will ich gerade eben noch mal gucken hier, wo ist jetzt diese Verbrennungseinheit? Behandlungsraum. Scheiße, das will ich bauen. Komm nicht drum rum, ey. Da haben wir es doch. Achso, ich muss auf allen Seiten rangehen, oder was? Ja, ist ja nett. Ist ja nett. Ich komme nie auf meine Punkte. Ja, hier hatten wir wieder ein paar Punkteprozente übrig, deswegen bekommen wir da wieder so ein Bonusprozent. Na also, die Durchsetzung ist in vollem Gange. Jetzt ist es Zeit, dass wir eine Sache erledigen. Ach. Ich rede zu viel. Bereiten Sie die bewaffnete Polizei auf einen Mafia-Boss-Prozess vor. Schon wieder? Kümmern Sie sich jetzt um Notfälle. Sie müssen sich bei den faulen Pennern drüben im Rathaus einen Namen machen. Ich habe so lange andere Angelegenheiten zu erledigen. Viel Spaß. Sie Toll. Können Ihr Ansehen nutzen, um den Zugang zu besserer Ausrüstung freizuschalten. Mit Ruhm ist alles möglich. Ich habe das Gefühl, wir waren gerade eben zwei Gespräche parallel. So, wir haben jetzt hier einen medizinisch kombinierten Notfall. 1, 2. Ah, ich brauche einfach nur einen, okay. Und dann nehmen wir noch, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Wassertank. Das TLF bringt diesen Wassertank mit. Erste-Hilfe-Set können wir leider nicht liefern. GLF können wieder nicht so viele Leute mitnehmen, das ist total ärgerlich. Nehmen wir noch den Drehkranzwagen noch mit. 75%, kann ich da noch irgendwie die Chance erhöhen? Ja, kann ich.
Warum geht das jetzt schon wieder nicht? Ach, weil ich maximal 8 mitnehmen kann. 91%. Was soll da schief gehen? Sprach's und scheiterte. Okay, das sind unsere An. Ah, sehr gut. Die nächste Schicht kann ich. Ich muss aber auch, glaube ich, warte mal, was trainieren eigentlich? Trainieren gar nicht. Nur so allgemeine Trainingsmöglichkeiten. Krankenhausleute meine ich. Ich soll 800 Ansehen haben, kann aber nur 600 ansammeln. Kommt mir irgendwie gerade eben Spanisch vor. Aber wer bin ich schon, um das zu beurteilen, meine Damen und Herren? Bin gespannt, wie ihr das Spiel findet. Ne? Ich habe jetzt einfach mal 5 Folgen aufgenommen. Wenn es bei euch gut angekommen ist, dann geht es auf jeden Fall weiter. Das soll es auf jeden Fall von der ersten Welle meiner Aufnahmeplanungen hier gewesen sein. Bewertet es gerne das Video, schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt, und danke an alle, die das Video bewertet haben. Das hilft nämlich sehr weiter, nicht nur, weil es bei YouTube dann höher gewertet wird, sondern weil ich auch dann sehe, was ihr feiert und was nicht. Und ich bedanke mich jetzt bei den Leuten, die ich feiere, nämlich bei meinen Patreons, über denen wir immer ganz vorne mit dabei, Pastor Pinsi und DevilVHD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, tschüss und ade.